Komm, zieh mal kurz die Mütze ab. Heiko, dass wir das später mal deinen Kindern zeigen können. So sah ich mal aus. Ich finde das nicht schlecht bei dir, Heiko. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus bei dir. Ey, Knaller. Dein Vater hat auch gut geachtet, dass überall gleich viel noch stehen bleibt. Gell? Zieh mal die Brille ab, da siehst du wahrscheinlich noch markanter aus. Die sieht aus, jetzt nur noch. Vergleichen wir mal. Und dann, ey, ungelogen. Ja, jetzt brauch eine andere Brille. Jetzt brauch so eine rote Brille. Spielst du nicht mal? Film ist geil. Glaub mal, Film. Ich kann mir nichts mehr. Alter, ich hab gewusst. Ich hab nur. Was sagt die Domi dazu? Nee, das ist morgen mit Skido als Maul. Nein. Da lässt du die Kappe auf, das sieht kein Mensch. Ich hab doch noch die Perücke, Heiko. Weißt du noch? Wo wir damals im Bus mitgefahren sind. Oder die den Hut passend zu seinem Hemd, diesen rot. Die Perücke von 00 Schneider, ne? Die Perücke. Ist ein Haarwuchs. So, das Ding weg. Es reicht. Oh Mann. Zeig das mal der Mutter von Max, die fällt gerade um. Was ist hier los? Knopfler. Och, Heiko, lass nicht so feiern. Aber echt. Ich blende noch das Datum ein. Das wenigstens das 2 Tage nach Weihnachten nur. Was hat der Mutter gesagt? Boah, die war auch stinkig. Wann war das? Heute oder gestern? Jetzt einfach sagen sollen, dass ich dir die Haare rasiert habe. Jetzt muss er einen Helm aufziehen. Ja klar, ich bin die ganze Zeit am Hoffen, dass die ich mal wieder normalisieren dir gegenüber. Den darfst du auch nicht mehr blicken lassen. Wer? Oh Mann, ist das Gold? Echt? Ja, jeder, der Scheiße baut, macht, darf bei euch nicht mehr blicken lassen. Ist das ein Pageboy? Oh, ja. Sieht ja so aus. Yes. Pageboy. Geil, oder? Vom Dimmi. Vom Dimmi? Ist vom Alexander. Es. Aber das ist scheiße. Der ist nicht durchgeschaltet. Geht der nicht durchzuschalten? Nee. Mach mal die Kappe nochmal ab, dann mach ich auch mit der Aufnahme Schluss. Ich will schon mal kurz ohne Kappe dann aufnehmen. Ja, alle Weiber. Sag mal irgendeinen coolen Spruch, Heiko. Jetzt riecht's. Ich weiß gar nicht.